Herzlich willkommen zurück zu Pathfinder Wrath of the Righteous. So, meine Güte, war das eine Schlacht in der letzten Folge. Alter Schwede. Also, dass die etwas größer wird, hatte ich mir ja schon gedacht. Aber dass sie sich so lange hinzieht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Naja, wir haben das Hüterherz verteidigt, erfolgreich. Ich habe mir nochmal eine leichte Rüstung gegönnt. Nicht wegen der Rüstungsklasse, die ist eigentlich mehr oder weniger egal gewesen, sondern wegen den plus 4 gegen hinterhältige Angriffe. Ne? Denn immer dann, wenn Lilly so richtig aufs Maul gekriegt hat, dann waren das immer hinterhältige Angriffe. So, ich gehe davon aus, dass wir jetzt, also ich habe das so verstanden, dass wir jetzt erstmal Ruhe haben. Ne? Die werden jetzt nicht wieder sofort angreifen, das heißt, jetzt können wir uns Zeit lassen, jetzt können wir auch hier und da mal übernachten und unsere Queste durchgehen. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden jetzt übernachten. Und dann, ich schaue noch mal kurz in die Zauberbücher, ob da alles gut ist. Vor allem kurz in Seins hier. Naja, er hat ja eh nicht viel, ne? Gemeinschaftlichen Schutz vor Gesinnung. Hat Darren aber auch. Brauchen wir eigentlich nicht. Dann mach du mal hier so ein bisschen Crowd Control. Das hast du. Und ja, das können wir auch behalten. Das ist okay. Ninjo nehmen wir noch nicht mit. Wie gesagt, ihre Zauber sind zwar toll, aber die werden erst richtig gut, so wenn sie ein paar Stufen höher ist. Ansonsten ist sie jetzt erstmal mehr oder weniger hilflos. Ja, und Camilla lassen wir auch da, wo sie hingehört. An die Theke. Ne? Genau. Wir gehen jetzt schlafen. Und ja, mach mal ein magisches Geschoss. Kannst du durchaus tun. Hier tun wir mal. Ninjo. Jedes Mal klicke ich hier drauf und jedes Mal kommt jemand anders. So, hier tun wir euch zwei rein. Und hier tun wir dich rein. Und ich helfe mal mit. Und wir werden mal was kochen. Eine Zwiebelsuppe ist nicht schlecht. Temporäre Trefferpunkte. Herzhaftes Essen kriegen wir nicht hin. Warum? Ach ne, es ist ausgewählt. So, okay. Plus 1 auf Fertigkeitswürfe. Bewegungsbonus. Ich finde die Zwiebelsuppe ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir versuchen das einfach mal. Ich frage mich, wovor Horgus so ein gewaltiges Anwesen braucht. Reitet er etwa in einer Kutsche von Zimmer zu Zimmer? Oder mag er einfach nur das Echo? Mein Vater kann sich einfach ein großes Anwesen leisten. Euer gesamter Stamm hingegen könnte sich Tag und Nacht abrackern und hätte trotzdem gerade mal genug Geld für eine einzige Abstellkammer darin. Naja, wie wir erfahren haben, ist dein Vater ja aber eigentlich, kann er sich das nicht leisten, ne? Er hat sich das alles ergaunert. Durch Lug und Betrug. So, haben wir irgendwas, hat das hingehauen oder nicht? Anscheinend nicht. Toll. Gut, egal. Wir gehen jetzt. Brauchen wir noch ein paar Tränke? Ich glaube, ich bin ziemlich pleite. Ich kann mir eh nichts leisten. Oha, 500. Gut, wir nehmen noch so. Verschwimmen haben wir noch ein bisschen was. Wir nehmen noch mal ein, zwei davon mit. Oder oh, das ist schon zu viel. Dann lassen wir das. Lassen wir das sein und gehen so. Ja, ich dachte mir, jetzt können wir ja mal Voljevs Quest machen. Wie gesagt, ich habe immer noch so ein bisschen Angst, dass er abhaut. Aber jetzt haben wir das Schlimmste ja erstmal hinter uns. Sollte er abhauen, dann ist das doof, aber kommen wir schon irgendwie mit klar. So, da. Ja, das ist gut. Die Truppe gefällt mir, die nehmen wir so, wie die ist. Und dann, ach, da müssen wir auch noch hin. Mein Gott, dass wir auch so einen riesen Bogen dafür machen müssen, ne? Unfassbar. Okay, wir gehen jetzt hier hoch. Was steht da? Ein geräumiger und gut ausgestatteter Keller unter dem Eisenwarenhandel dient den Dieblingen in Kenabris als Versteck. Von hier aus leitet die von der Familie ernannte älteste Schwester Keresmai oder Keresmei die Aktivitäten der Bande. Plant Raubzüge und teilt die Beute zwischen den Mitgliedern auf. Und wir sollen mit Schwester Keresmai, ich nenne sie jetzt Keresmai, ist wahrscheinlich falsch, aber egal, sprechen.
Na, dann mal los. Oh, wir dürfen zum ersten Mal ausweichen. Und weißt du was? Wir weichen aus. Dann betreten wir das mal. Also, Wolle, du bist ja hier zu Hause, ne? Von da ab gehe ich mal davon aus, dass uns hier nichts passiert. In dem dunklen und feuchten Keller spürst du sofort die Feindseligkeit der versammelten Tieflinge. Na toll. Fünf von ihnen knien an der Wand, abseits von den anderen. Die große Frau, die sich mit der Spitze ihres Messers die Fingernägel geputzt hatte, grüß dich mit zu Schlitzen verengten Augen. Bruder Woljew, ihr habt meine Nachricht also erhalten. Tut mir leid, dass ich nicht eher kommen konnte, Schwester Karasmai. Es kam einfach eins zum anderen. Erst lag ich in Ketten, dann... Nein, eigentlich lag ich immer noch in Ketten und wurde beobachtet, aber dann hat der Boss mich befreit und ich bin sofort hergekommen. Ich wusste, dass er auf mich wartet. Genug geredet. Sonst stehen wir die ganze Nacht hier. Also, der Plan war klar. Wir warten auf die Dunkelheit, schleichen uns in den Laden, schnappen uns die Ware und verschwinden. Selbst wenn die Nachbarn die Wachen gerufen hätten, hätten wir in aller Ruhe verschwinden können. Aber nein, dieses Missstück ihrer Beth war schon so gut wie da. Sie wusste, dass wir kommen. Jemand hat uns verraten und ich denke, ich weiß auch, wer es war. Was habt ihr dazu zu sagen? Los, redet. Oh. Hat Woljew die verpetzt? An ihrer Best? Na, ich weiß nicht. Dafür ist er in den Knast gegangen? Denkt ihr, Woljew kennt den Namen des Verräters? Na, ich denke, sie meint ihn. Die Beweislast liegt beim Ankläger. Also mit Rechtschaffen brauchen wir den nicht kommen. Das sind Diebe. Kenabris brennt. Wieso streitet ihr hier, anstatt die Stadt aus der Stadt zu fliehen? Ja, das könnte man sagen. Aber das ändert nicht das Problem. Woljew, erzählt uns eure Sicht der Dinge. Was ist passiert? Karasmai wendet sich dir zu. Sie spricht. Ich dachte, Woljew hätte euch nur mitgebracht, um sich hinter euch zu verstecken, wenn es ungemütlich wird. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Vor etwa einer Woche hat Schwester Karasmai 6 von uns in diesem Keller versammelt. Mich und die 5 da drüben. Woljew nickt in die Richtung der 5 an der Wand knienden Dieblinge. Sie hat uns hier versammelt und gesagt, wir würden ein Ding drehen. Im Altertümer und Wunder. Dem einzigen Laden, den noch nie jemand ausroben konnte. Dem Laden, der von einem Golem bewacht wird. Aber jetzt hat sie gesagt, wäre rein zufällig eine mächtige Schriftrolle in unseren Besitz gelangt, die dem Golem erledigt. Außerdem hätte ihr jemand gesteckt, dass der Besitzer an einem bestimmten Abend nicht im Laden sein würde. Wir können alle 6 ein bisschen zaubern und wissen, dass sich jeder verzauberte Krempel für ein hübsches Sümmchen verkaufen lässt. Also waren wir natürlich dabei. Und das Wichtigste war, dass sich keiner von uns vor dem Einbruch in der Nähe des Ladens rumgedrückt hat. Niemand hat den Laden ausgespäht und den Golem oder seinen Herrn auf sich aufmerksam gemacht. Alles war streng geheim. Soweit stimmt das alles. Weiter jetzt. Wir haben alles richtig gemacht. Mit den Schlössern und dem Golem. Ich habe das Schloss geknackt, das weiß ich noch. Schwester Dalna stand Schmiere, Bruder Melraun hat die Schriftrolle, Duffy, Tevi und Vanir hatten die Säcke dabei. Wir haben die Fenster verdunkelt und die Fackeln entfacht. Ich habe jede Menge Ringe in einen Sack gestopft und ein richtig teurer ist runtergefallen und weggerollt. Also bin ich unter den Tisch gekrochen, um ihn zu holen, als plötzlich Irabes im Laden stand. Alle sind abgehauen, aber ich saß noch unterm Tisch. Keine Meisterleistung, ich weiß. Ich wollte warten, bis alle weg sind, aber dann haben mich diese Hornochsen am Schwanz rausgezogen und in Ketten gelegt. Sie haben mir sämtliche Ringe abgenommen. Die waren locker 20.000 wert. Und den runtergefallenen habe ich auch nicht gefunden. Ich wurde also für nichts und wieder nichts verhaftet. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Sie haben euch geschnappt,
die Beute abgenommen und ihr standet mit leeren Händen da. Charisma poliert demonstrativ ihr Messer. Wo ist der Mond des Abyss, Bruder Joljew? Woljew? Was ist der Mond des Abyss? Das war ein Amulett. Es lag im Schaufenster von Altertümer und Wunder auf einem kleinen Kissen. Sterling-Silber hat gefunkelt wie ein Stern. Wunderbare Arbeit. Auf einer Seite war ein Halbmond, ihr wisst schon, ein abnehmender Mond, und in der Mitte war ein dunkler Kristall, als würde er den Mond verdunkeln. Der alte Feliman war so stolz auf dieses Amulett. Er sagte immer, das werde ich nie verkaufen. Es ist das Juwel in meiner Sammlung. Woljew seufzt unzufrieden. Ich war immer dort, um zu sehen, welche Schätze es auf der Welt gibt. In Kenabris gibt es sonst nichts, was man sich ansehen könnte. Angeblich war es ein mächtiger Gegenstand, aber wer weiß das schon. Würde man so etwas stehlen, hätte man die Wachen am Hals, sobald man versucht, es zu verkaufen. Alle wussten, dass ihr euch ständig bei Altertümer und Wunder herumgedrückt und den Mond des Abyss bewundert habt. Hattet ihr vor, es im Chaos verschwinden zu lassen und selbst zu behalten? Hattet ihr gehofft, wir wandern alle in den Kerker und ihr spaziert einfach mit einem kleinen Andenken davon? Sehe ich wirklich so blöd aus, Woljew? Ich durchschaue euch. Warum sollte Erebus ihren eigenen Informanten verhaften? Ihr nehmt mir die Worte aus dem Mund. Das ergibt gar keinen Sinn. Wäre ich die Ratte, hätte ich mich längst aus dem Staub gemacht und wäre über alle Berge. Ihr kennt mich, Schwester. Ich bin ein vorsichtiger Zeitgenosse, kein Dummkopf. Warum sollte ich die Familie verraten? Und im Sellen als Fischfutter zu enden? Der Mond des Abyss ist hübsch, ja. Aber er ist nur ein Amulett. Er ist es nicht wert, dafür zu sterben. Ihr wusstet, dass euch Erebus Leute beschützen würden und ihr ihnen das Verschwinden des Mondes anhängen könnt. Und jetzt kommt ihr mit Verstärkung hierher. Ihr wusstet genau, was ich sagen würde. Das Problem ist nur, niemand hat Feliman das Amulett zurückgebracht. Habt ihr Erebus etwa bestochen? Habt ihr sie gesehen? Denkt ihr ernsthaft, sie würde sich von mir bestechen lassen? Erebus kann man nicht kaufen. Sie ist wie die drei Herolde von Iomede in einem. Er sagt die Wahrheit, sagt Sela. Einige Ritter sind bestechlich, das ist leider so, aber Erebus Tirabade gehört nicht zu ihnen. Sprich weiter, Woljew. Das ist die ganze erbärmliche Geschichte. Woljew verschränkt beleidigt die Arme. Tolle Familie, wirklich. Letztlich ist es nur ein Name. In einer echten Familie vertraut man sich und wirft nicht mit Schuldzuweisungen um sich. Ich habe den Mond des Abyss nicht genommen. Was soll ich denn damit? An Kreuzfahrer kann man ihn nicht verkaufen, dazu ist er viel zu speziell. Tragen kann man ihn auch nicht, weil er nur gestohlen würde. Er ist hübsch anzusehen, sicher, aber so hübsch nun auch wieder nicht. Wenn es euch so wichtig ist, Schwester Kirismai, dann finde ich ihn. Und ich schleife den Verräter an seinen Hörnern hierher, damit ihr nicht am Grund des Sellen endet. Aber wisst ihr, was ihr mir dann schuldet? Eine Entschuldigung. Genau hier, vor allen anderen, werdet ihr euch laut und deutlich bei mir entschuldigen. Ihr werdet sagen, tut mir leid, Woljew. Ihr seid ein anständiger Kerl. Ich habe mich in euch geirrt. Schön. Ihr seid einer von uns. Deshalb gebe ich euch etwas Zeit. Aber wenn ihr flieht, Bruder Woljew, dann wird die ganze Familie euch finden. Ihr werdet euch den Rest eures Lebens umsehen, euch nachts im Schlaf wälzen und in jedem Kelch und in jeder Mahlzeit Gift vermuten. Ihr werdet jeden Tiefling, dem ihr begegnet, in die Augen sehen und euch fragen, ob ihn die Familie geschickt hat. Ihr werdet keinen Frieden finden, aber eines Tages werdet ihr von der Flucht müde sein. Dann werdet ihr euch kurz ausruhen und dann haben wir euch. Verstanden? Ihr könnt einfach mit Worten, Schwester Kerismai. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht, aber trotzdem Respekt. Gehen wir, Boss. Reden wir mal mit dieser gruseligen Erebus. Sie kennt euch. Wir können sie also fragen, wer uns verraten hat. Das Reden überlasse ich euch. Ja, komm, jetzt holen wir. Wir sind ja die Rechtschaffenden hier.
Irgendeiner ist ja, muss ja rechtschaffen sein. Komm, die Beweislast liegt beim Ankläger. Woljew muss gar nichts beweisen. Mit einer geschmeidigen Bewegung dreht Kiresma ihr Messer um und hält es nun an der Klinge. Als würde sie es gleich werfen. Beweis? Last? Seid ihr von der Stadtwache oder was? Ich weiß nicht, was das bei euch ist, aber in der Familie hat immer das ranghöchste Mitglied recht. Und hier bin ich das. Gut. Komm, ey, wir werden den wahren Verräter finden. Und ich bekomme meine Entschuldigung. Auf zu ihrer Best Boss. Waschen wir meinen guten Namen rein. Dein guter Name. Findet den Verräter. Aber beeilt euch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich will nicht von den Dämonen gefressen werden. Ja. Ja. Ist das klug, hier zu plündern? Ich weiß nicht. Lass mal. Die sind schon pissig genug auf uns. Mal ganz kurz, quatscht ihr mit uns? Die Stadt brennt. Wir sollten verschwinden, anstatt hier wegen irgendeiner Ratte rumzusitzen. Wenn ich rausfinde, wer das war, drehe ich ihm den Hals um. Was sagst du so? Hey, Woljew, wie viel haben sie dir bezahlt? Okay, das hat alles keinen Sinn hier, okay. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück zu Irabes. Eine Stunde. Na? Ich dachte, wir treffen nochmal auf die gleich, die jetzt auf dem Hinweg schon aufgelauert haben. Gut, das Reden überlässt er uns, der feine Herr. Tja, was soll ich denen denn jetzt sagen? Habt ihr... Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Naja, gut. Schauen wir mal. So, hallo Hüterherz. Schön sieht's aus hier. Ah, hier sind auch nicht mehr so viele Leute. Alles klar. Hallo Irabes. Ich danke euch dafür, dass ihr die geschätzten Bürger von Kinabris gerettet habt. Obwohl es nicht alle verdient haben. Iomede möge mir meine Worte verzeihen. Irabes wirft Graf Ariande, der an einem Tisch in der Nähe sitzt, einen bedeutungsvollen Blick zu. Natürlich meine ich das nicht ernst. Aber es erstaunt mich dennoch immer wieder, dass gute Leute untergehen, während die weniger guten sich als unglaublich und überraschend beständig entpuppen. Naja, also trotzdem hat der Graf mir seine Hilfe angeboten. Ganz so schlecht kann er gar nicht sein. Das passt gar nicht zu ihm. Der Kreuzzug hat zwar Tradition im Adel von Mendev, aber Darren Arende hat im Kampf gegen Dämonen noch nie ein gesteigertes Interesse gezeigt. Der Graf hat einen gewissen Ruf in Mendev. Er ist zwar alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse, aber auch nicht für irgendwelche Schurkereien bekannt. Der Graf führt ein bequemes Leben im Kreise einer Riege von Speichelleckern, die nur zu gern auf seinen Befehl hin über die Königin lästern. Überdies ist er ausgesprochen nachtragend. Einmal war da ein Held aus den ersten Kreuzzügen, Sir Lant, ein gütiger und ehrbarer Mann. Nach seiner ruhmreichen Laufbahn als Soldat wurde er zu einem weisen Mentor der jüngeren Generation. Irgendwie verdarb er es sich mit dem Grafen. Vielleicht hatte er ihm einen Vortrag über seine faule Lebensweise und die Sinnlosigkeit seines Daseins gehalten. Nach Sir Lants Tod erstand der Graf einen Teil seines Anwesens und ließ den Helm des Ritters zu einem Nachttopf umschmieden. Alter, okay. Und natürlich behielt er diesen kleinen Streich nicht für sich. Die Königin fühlte sich dadurch besonders gekränkt, weil Sir Lant ihr teuerster Waffengefährte gewesen war. Ich erhielt genau in dem Augenblick einen Auftrag von ihrer Majestät und war zugegen, als sie vom Schicksal des Helms erfuhr. Es war nur eine Kleinigkeit, aber der Kummer der Königin über diese Verhöhnung des Vermächtnisses ihres Freundes war deutlich zu sehen. Das ist der Charakter unseres Grafen. Und was sein Talent zum Überleben angeht, naja, kennt ihr die Geschichte von Himmelsrand? Er war das einzige Mitglied seiner Familie,
das mit dem Leben davon kam, als die Dämonen im Anwesen der Arendes eine magische Seuche freisetzten. Ja, aber dafür bin ich doch jetzt gar nicht hier, also... Ach, gut, dann erzähl mir. Könnt ihr mir mehr über die Ereignisse von Himmelsrand erzählen? Also, alle Einzelheiten kenne ich auch nicht. Es ist schon eine Weile her. Ich war zu der Zeit Söldnerin und hatte in mit Kenabris nichts zu tun. Ich weiß nur, dass zu Darrens Geburtstag ein großes Fest anberaumt war und man die gesamte Verwandtschaft und weitere erlesene Gäste eingeladen hatte. Jemand setzte auf dem Anwesen eine geheimnisvolle Krankheit frei, an der alle starben, einschließlich die Diener der Wachen und mehrere Kleriker und Paladine. Doch der junge Graf überlebte. Aufgrund seiner Heilfähigkeit vermute ich, Darren verfügt über ein ungewöhnliches und großartiges Talent, obschon die Anwendung seiner Fähigkeiten viel zu wünschen übrig lässt. Irabes macht ein finsteres Gesicht. Warum versucht er denn, die Königin zu provozieren? Wer weiß? Vielleicht eine Familienangelegenheit. Der Graf ist ein Vetter zweiten Grades ihrer Majestät oder so. Vermutlich verärgert er aber einfach nur gerne andere Leute. Vorzugsweise Kreuzfahrer und Diener von Iormede. Jo, danke. Ach so, ja, ich habe übrigens Jana Aldori gefunden, wie gewünscht. Ja, danke. Es ist gut, dass sie zurück ist. Wir brauchen jeden Kämpfer, den wir kriegen können. Irabes runzelt die Stirn. Wahrscheinlich ist es viel verlangt, Kämpfer zu wollen, die zudem noch nüchtern sind. Ja, da kommen wir jetzt gleich drauf. Jetzt können wir auch nochmal weitermachen hier. Diese Schutzsteine, was sind die genau? Das habe ich doch nicht schon 10-mal gefragt? Ich weiß nicht. Erzähl mir von der Adlerwacht. Oh nee, bitte jetzt nicht deine Lebensgeschichte, junge Dame. Du bist bestimmt toll und so, aber dich nicht noch mehr Text jetzt heute. Ich versuche einen Verräter aufzuspüren. Wer ist euer Informant bei den Dieblingen? Irabes zieht überrascht die Augenbrauen hoch. Kenabris wird von einer Dämonenhorde bedroht und ihr habt genügend freie Zeit, um Dieb zu helfen? Irabes seufzt. Es gefällt mir nicht, aber ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Ich werde euch alles sagen, was ich weiß. Ich kenne das Gesicht meines Informanten nicht. Er trat aus einer dunklen Gasse raus, übergab mir die Notiz und verschwand wieder. Irabes zögert, als sie versucht, sich zu erinnern. Er hatte einen Umhang mit einer Kapuze, die sein Gesicht verbarg. Aber die Hörner, lange Hörner, die passten da nicht runter. Im Altertümer und Wunder, das ist der Laden, den sie ausrauben wollten, musste es einen Wächtergolem geben. Der Besitzer hat uns für alle Fälle das Losungswort des Konstrukts gegeben. Der Golem selbst wurde zerstört, aber der Kopf scheint noch intakt zu sein. Ihr könnt ihn also befragen und herausfinden, was er gesehen hat. Die Losung lautet Hand von Irori. Der Ladenbesitzer ist wohl geflohen, aber vielleicht habt ihr ja bei dem Golem Glück. Altertum und Wunder wurde enthüllt. Persönliche Fragen? Nee, jetzt nicht. Ich gehe. So geht denn. Ja, dann gehen wir. So. Och, dass die auch alle so viel zu erzählen haben immer, ne? Gut, übrigens, mal ganz kurz schauen. Ja, Irabes ist sich sicher, dass der Informant ein Tiefling war. Ja gut, das schließt irgendwie niemand aus. Ja, das waren alles Tieflinge da. Mit langen Hörnern, ja gut. Ja gut, gibt es auch welche mit kurzen? Ich weiß es nicht. Gibt es bestimmt auch welche mit kurzen Hörnern. Ich wollte mal wissen, da die Inspi... War das die? Nee. Ramien, ach, den haben wir auch noch. Ach, die müssen wir auch noch suchen. Gott, oh Gott. Die Dieblinge haben sich angeschlossen. Aber irgendwie, ich dachte jetzt, die Jana vielleicht auch. Aber gut, ist auch egal, wenn der Angriff ist eh vorbei. Gut, dann gehen wir jetzt... Wo gehen wir jetzt hin? Ja, dann gehen wir jetzt zu diesem Laden, ne? Seid ihr ready? Gut. Dann gehen wir jetzt mal in diesen Laden. Oh, ein Glück. Ich hab schon gedacht, der ist jetzt hier am anderen Ende der Welt. Altertümer und Wunder ist ein angesehener alter Laden, dessen Name alles sagt. Das Innere des Ladens gleicht einer Privatsammlung, denn die in Vitrinen und auf den Regalen ausgestellten Antiquitäten sind derart selten, dass nur die Königin selbst es sich vielleicht leisten könnte, den vollen Preis dafür zu zahlen. Okay, und ausgerechnet den Laden wollt ihr ausrauben. Ihr seid auch clever. Jo, hin da. Ohne
Unterbrechungen. Wunderbar. Gut. Dann schauen wir uns mal hier um. Nee. Also du machst dir mal bitte... Du machst dir mal bitte das und du machst dir mal bitte das. Du machst bitte das. Und du machst bitte das. So. Wird wenigstens ihr geschützt seid, falls hier was ist. Oh, hier ist nichts anscheinend. Wie bitte? Da redet irgendwer. Was ist das hier? Beute. Ja, wo bist du? Can't hide from me. Hello? Is anyone there? Huh? Who? Free at last. I thought I'd be flattened like a pancake under that rubble. Much obliged. Damn, I'm not in any pain, but my head is still foggy for some reason. What's with all the hubbub in the city? The name's Finian. I'm a Pathfinder. If there's anything I can do to help, I will. Finian, die sprechende Waffe. Ich bin ein Kundschafter? Ihr seid ein, Kundschafter? That's right, Finian Dismar, Pathfinder and Crusader. I roam around the world wound wherever my tasks lead me. Scouting, mostly. But this last while, I've just been hanging around in Canabras, waiting until I'm needed again. I'm bored out of my mind, but at least this shop makes for better lodging than some inn. Was redest du da? Was ich meinte war, was seid ihr? What's that supposed to mean? I just told you. You want to know where I hail from, is that it? Well, I'm from around here, actually. We Kellets of the Star Eye Clan fled when the World Wound troubles began. But I couldn't stand by while the demons wreaked havoc, so I came back. Or did you mean to ask about my weapon of choice? My best weapon is every weapon. I'm a skilled and capable fellow, if I do say so myself. I can swing a sword and poke with a spear, but what I am best at is communing with the spirits. They call folks like me Phantom Blades. Mir ist nicht so richtig. Weißt du eigentlich eine Phantomklinge? Was ist das? It's like a spiritualist, but with a twist. It means that some spirit took a liking to me at some point, and it can turn into whatever weapon I need. Handy, eh? I don't need any whetstones or enchantments. Doesn't take up space either. Although, to be fair, it's not a barrel of laughs. The spirits that bestow this kind of power don't come from happy places, and they're not exactly bright-eyed and bushy-tailed. They usually appear after great battles that leave few survivors. Kannst du dich jetzt in alles verwandeln? Oder du erzählst das so, als wenn du mit Waffen kämpfst, die sich in alles verwandeln? Wie seid ihr in diesen Laden gekommen? I've been waiting here so long, I don't even remember anymore. Just sitting and waiting for any word from the Pathfinders, but it looks like everyone has forgotten about me. The shop owner is an old friend of the Pathfinders, so I've taken up residence here. Die Stadt wird von Dämonen angegriffen. Wait, what? The last thing I saw was some thieves breaking in here. Aha. When the guards came, everyone was running around. After that, it's a bit of a blur. Right when things got intense, they dropped a cabinet on me. I couldn't even help the owner. I was just lying under the shelves like a dimwit until you came along. Uh-huh. If there are demons in Canabras, we must do something about it. The city needs every blade it can get. Hey, do you mind taking me with you? I don't think I can handle this alone. And besides, the more the merrier. Ja, ich nehme dich mit. I swear you won't regret it. I can do all sorts of things. Is there anything your party is missing? A sword, a spear, a bow? Just say the word. Okay, also er weiß anscheinend schon, dass er eine Waffe ist. Irgendwie hörte sich das gerade so an, als wenn er gar nicht weiß, was eine Waffe ist, dass er eine Waffe ist, sondern dass er selber eine Waffe trägt. Okay. Wo? Bist du jetzt? Hm.
Warte mal, hier. Dialog. Gegrüßt seien die Abenteurer. Wisst ihr, ich habe es nie bereut, euch gefolgt zu sein. Alle scheinen sich um euch zu drehen, wie Biber in einem Mühlrad. Ich habe in meinem Bericht an die Gesellschaft der Kundschafter viel zu schreiben. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, es ist lange her, dass ich einen Bericht geschickt habe. Ihr redet viel, das ist ganz schön nervtötend. Pass auf. Falls ihr plaudern wollt, ich bin immer hier, ja. Okay, pass auf. Dann klicken wir mal hier drauf. Aha. Also er kann jede Waffe sein, die man haben will. Kann er auch ein Duellschwert sein? Das wäre toll. Und wenn ja, ist das ein gutes Duellschwert? Ne, das ist ja hier alles. Ist das hier nach Alphabet? Ja. B, S? Ne, ist alles durcheinander. Okay, dann suchen wir. Duellschwert. Finien. Wie geht denn das jetzt hier? Habe ich dich ausgerüstet? Ja. Was bist du? Du hast kaltes Eisen, das ist schon mal schön. Geisterhafte Berührung. Eine mit geisterhafter Berührung belegte Waffe fügt körperlosen Kreaturen unabhängig von ihrem Bonus normalen Schaden zu. Oh, dich hätten wir gegen die Schatten gebraucht. Dann wäre das vielleicht alles ein bisschen einfacher gewesen. Und plus eins bist du auch. Cool. Das ist gut. Und leuchten tust du auch. Yo, das ist gut. Das hat sich schon gelohnt hier. Was hast du da gefunden? Okay. Ja, was ist das hier? Einige Schriftrollen wurden zerrissen, andere sind unter schmutzige Stiefel geraten. Gut. Was haben wir hier? Die polierten Eichenregale waren einst voller magischer Ringe und Amulette. Jetzt sieht man auf ihnen nur noch die schmutzigen Handabdrücke der Räuber. Ja, schämlich. Die polierten Eichen... Jo, das gleiche nochmal. Da kann ich nicht hin. Gibt's hier... Aha. Ah. Aha, genau. Aha. Ein Goldring. Jo. Okay. Ja. Was hier? Ein Pfeifenfuchs. Was ist das denn? Ruft einen Pfeifenfuchsbegleiter. Schon wieder ein Tier, oder was? Gewährt einen Verständnisbonus von plus 3 auf Arcanum und Verständnis von plus 2 auf Wahrnehmung. Okay. Ja. Das würde ich ja fast dir geben. Weil Wahrnehmung ist für dich auch ganz wichtig. Und ein bisschen zaubern kannst du auch. Wo ist das hier? War das hier? Nee, da. Pfeifenfuchs. Schwupp. Muss man anmachen, muss man den, ne? Schwupps. Alter, er sieht wirklich wie so ein Pfeifenreiniger. Tatsächlich, okay. Ja, aha. Hier ist auch noch was. Das Schneckenhaus. So, was ist das hier? Du bist der Golem. Der einst gut ausgestattete Laden ist mittlerweile in einem traurigen Zustand. Er wurde vollkommen verwüstet. In einer verkohlten Ecke liegt die rußbedeckten Scherben des Kopfs eines Lehmgolems. Entschuldigung. Hoppala. Die Augen des Golems leuchten in der Dunkelheit. Meister, Losung. Oh Gott, was war das? Hand von Irori. Irori. Losung richtig. Die Augen des Golems leuchten heller. Erwarte Befehle. Okay, so ein kleiner Roboter hier. Woher kommst du? Wer hat dich erschaffen? Dieser Golem wurde von Guy Frein und Sohn gebaut. Adresse: drittes Haus rechts, Juweliergasse, Neurosian, Mendev Modell G504EV. Das steht für experimentell und verbessert. Alle Anfragen bitte an Herrn Guy Frein. Okay. Waren in der letzten Woche irgendwelche verdächtigen Leute im Laden? Der Golem schweigt einen Augenblick. 56 Personen haben den Laden betreten. Mensch, weiblich, alt, Gnom, Mensch, alt, Mensch, weiblich.
Der zählt alle Kunden auf, bis es dunkel wird. Wir müssen irgendwie anders fragen. Okay. Waren unter den verdächtigen Leuten Tieflinge? Der Golem schweigt Augenblick. Tieflinge, 3. Tiefling, männlich, mittleres Alter. Tiefling, männlich, jung. Tiefling, weiblich, jung. Okay, 3 nur. Beschreib mir den jungen, männlichen Tiefling. Tiefling, männlich, mittlere Größe, kurze Hörner, nach hinten gekrümmt, mittellanger Schwanz, Augenfarbe gelb, Haarfarbe schwarz, besondere Beobachtung, hat Meister verärgert. Okay, kurze Hörner kann er nicht sein. Hörner, Haare, Schwanz, das könnte ich sein. Aber das ist unmöglich. Ich kenne die Sicherheitsvorkehrungen hier. Ich bin dem Laden noch nie zu nahe gekommen. Mein Wort drauf, Boss. Keine besonderen Beobachtungen. Person war unscheinbar. Da, seht ihr? Ich kann es also nicht gewesen sein. Beschreibt mir den Tiefling, den männlichen Tiefling mittleren Alters. Tiefling, männlich, mittlere Größe, lange Hörner, mittellanger Schwanz, Augenfarbe hellblau, Hautfarbe dunkel, besondere Beobachtung, rote Haare. Oh, das ist unser Verräter, darauf wette ich mein Leben. Charisma hat uns eingeschärft, die Finger von diesem Laden zu lassen. Rote Haare. Wir haben einige Rothaarige und einige, die sich ihre Haare rot färben. Von wegen besondere Beobachtung, Golems sind gar nicht so toll, wie es heißt. Vielleicht weiß dein Meister mehr. Was mit dem weiblichen Tiefling? Tiefling, weiblich, überdurchschnittlich groß, Haare lang, hell, kein sichtbarer Schwanz, lange Hörner, Augenfarbe blau, besondere Beobachtung, Narbe auf Nase, Wehrgehänge mit goldenen Nähten. Okay, auch lange Hörner. Ja, wenn ich jetzt noch mal wüsste, was Tira Beske... Ja, das reicht, danke. Beziehungsweise was? Kenne ich nicht. Ist vermutlich noch nicht lange hier. Goldene Nähte, Das würde ich gerne mal näher kennenlernen. Also die... Das reicht. Wo ist der Meister? Filimen Fruliatros. Mein Meister ist in seinem Versteck. Versteck preiszugeben ist verboten. Verboten, verboten. Vermutlich hat er sich im Keller versteckt, als der Ärger losging. Der Eingang müsste hier irgendwo sein. Wo ist der Keller? Keller ist unter mir. Ich bewache Keller. Meinen Posten verlassen? Verboten. Ja, wollte ich gar nicht wissen. Okay, pass auf. Kann ich hier nochmal hoch? Und zwar so weit hoch, bis wir bei Tira Bade sind. Spiralmuschel, pipapo. Ach, Finian hatten wir auch noch dazwischen, alles klar. Irabeth. Besitzer, Passwort, ja. So. Er trat aus dem Dunkeln, übergab mir die Notiz, verschwandete wieder. Er hatte einen Umhang mit einer Kapuze, die sein Gesicht verbarg. Lange Hörner passten nicht darunter. Fine. Nein, nein, bleib mal schön hier. Hörner, Mittelschwanz, Augenfarbe, hellblau, dunkel, rote Haare. Ja. Okay. Ups, nee, so. Ja, da drunter. Achso, den Golem bewegen. Alles klar. Jo. Gucken wir mal da unten hin. Da ist Filimen. Anscheinend sind hier keine... Aber der hat bestimmt Fallen hier, oder? So viel Zeit muss sein. Ein alter, nahezu kugelrunder Gnom kauert zitternd in der Ecke des Kellers. Räuber, Banditen, Plünderer! Und auch euch einen guten Tag, werter Ladenbesitzer. Ja, das klingt einleuchtend.
Wir sind all das und noch viel, viel mehr. Aber ehe ihr uns den Behörden meldet, könnten wir uns noch mal kurz unterhalten, oder? Bitte beruhigt euch. Niemand wird euch ausrauben. Ganz schön viele Fehler in dieser kleinen Diskussion hier. Der Gnom sieht dich an. Ihr seid besser gekleidet als die hiesigen Diebe und Straßenkinder. Seid ihr hier, um mir zu sagen, dass dieser Albtraum vorbei ist? Nein, ist er nicht. Ihr seid hier, um mich zu bestehlen. Zurück! Als der Gnom Woljew bemerkt, läuft sein rundiges Gesicht knallrot an. Ihr! Woljew, der verschlagene kleine Dieb. Seit Jahren schnüffelt ihr in meinem Laden rum. Hattet ihr jetzt endlich den Mut, mich auszurauben, ja? Raus hier! Ich bin sicher, ihr habt mit euren Freunden schon alles weggeschafft. Der Gnom scheint sich etwas zu beruhigen. Mein Name ist Philemon Fruliatros. Ich war der Besitzer dieses Ladens. Jäger aber leise zweifelt, dass ich jetzt überhaupt noch irgendwas besitze. Hoffentlich ist noch irgendwas übrig. Ach, hört auf damit, sagt Woljew. Eurem Laden geht's gut. Er ist nur ein wenig unordentlich. Nichts, was man mit ein bisschen Spucke und Politur nicht wieder hinbekäme. Erzählt mir alles über die Tieflinge, die Altertümer und Wunder in letzter Zeit aufgesucht haben. Warum sollte ich euch etwas über meine Kunden erzählen? Ihr seid weder von der Stadtwache noch von der Adlerwacht. Boss, wenn er weiter zicken macht, sagt einfach Bescheid. Ich weiß, wie man seine Zunge lösen kann. Hier, nun bleib mal locker hier. Blöffen? Blöffen? Oh, Blöffen geht ganz gut, ey. Einschüchtern, 15, 15. Sollen wir lügen? Lügen wollen wir nicht. Dann schüchtern wir lieber ein. Wir greifen jetzt nach unserer Waffe. Redet endlich, oder? Schon gut. Aber macht das weg. Ich sag euch alles, stellt eure Fragen, wenn sie so wichtig sind. Okay. Erzählt mir von dem rothaarigen Tiefling. Das ist ja der, den Woljew hier favorisiert. Velliman denkt nach. Ein rothaariger Tiefling. Ja, ich erinnere mich an ihn. Hat sich lange umgesehen. Hatte nur bescheidene Mittel. Das konnte ich schon an seiner Kleidung sehen. Trotzdem ließ er sich einen Asima-Kettenpanzer zeigen, den er sich garantiert nicht leisten konnte. Das kam mir verdächtig vor. Ich habe alles überprüft, als er weg war, aber es fehlte nichts. Da war ich beruhigt. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Hab sein Gesicht nicht gut gesehen. Ich weiß nur noch, dass er in einen grünen Mantel gehüllt war und als würde er frieren. Mehr kann ich euch nicht sagen. Sehr gut, sagt Woljew. Mit dieser Beschreibung finden wir ihn garantiert. Kommt schon, Boss. Gehen wir zurück zu Schwester Charismai. Wir müssen allen meinen Brüdern auf den Zahn fühlen und dieses Puzzle zusammensetzen. Irgendwas sagt mir, dass sich unser Verräter aus der Sache nicht mehr rauswinden kann. Du bist aber schon ganz schön überzeugt hier. Ich bin mir noch gar nicht so überzeugt. Was ist denn mit der Tieflingsfrau? Die hatte auch lange Hörner, oder habe ich irgendwas übersehen? Philemon kratzt sich am Kinn. Eine Tieflingsfrau. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Eine vornehme Dame. Anders als die ungehobelten Gesellen, die sich hier sonst rumdrücken. Sie hat magische Gegenstände für den Kreuzzug gekauft und versprochen, wiederzukommen. Wären doch nur alle Tieflinge wie sie. Dann würde ich auf den Weg zur Bank unentwegt lachen. Okay. Das ist also keine Diebin. Die ist also richtig reich. Erzählt mir mal von Woljew. Philemon verzieht angewidert das Gesicht. Woljew. Jeff, du, nicht wahr? Tja, den kenne ich schon lange. Wo es mir lieber wäre, ich würde ihn nicht kennen. Er drückt sich seit Jahren in meinem Laden herum. Denkt wohl, es wäre ein Museum mit freiem Eintritt. Er wollte immer den Mond des Abyss sehen. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn rausgeworfen habe, aber er kam einfach immer wieder. Falls er zu dieser Bande gehört, die meinen Laden überfallen hat, wette ich mein Leben, dass er den Mond geklaut hat. Aha. Warum bin ich der Hauptverdächtige? Egal, wer uns alle verraten hat, er hat auch den Mond. Ich will auch, dass er gefunden wird, versteht ihr? Mir gefällt der Gedanke nicht, dass ihn jemand mit seinen schmutzigen Fingern berührt. Ich hab genug von euch, jetzt sterbt endlich. Mehr will ich nicht wissen.
Wenn das nicht reicht, die Diebe zu fassen, wüsste ich nicht, was ich euch noch erzählen sollte. Und jetzt verschwindet und lasst mich in Ruhe mit meiner Ruine hier und so weiter. Okay, also ja, die Tieflingsfrau ist definitiv keine Diebin. Die ist viel zu reich. Was haben wir denn hier? Brauchst du ja bestimmt nicht mehr, ne? Ja. Grüne Mantel, rote Haare. War doch so, oder? Ja, wir werden sehen. Grüner Mantel, rote Haare. Gut. Ja. Wir gehen schon wieder auf die 50 zu hier. Aber das schließen wir jetzt ab. Also hoffe ich. Möchte sie? Möchte ich. Ne? Was ist? Okay. Kerismai trommelt mit den Fingern nervös auf dem Griff ihrer Klinge. Also, sagt ihr mir jetzt, wer der Verräter ist? Ich will den Namen und den Mond des Abyss. Mehr brauche ich nicht. Wer genau wie bei ich habe Lieblinge einer von ihnen. Das würde ich auch noch mal gerne sagen. Ich bin einigen Lieblingen aus eurer Bande begegnet. Einer von ihnen wurde in einen unterirdischen Gang eingeschlossen. Und? Wir haben einen Pakt geschlossen. Jeder für sich. Wir treffen uns zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort. Wenn sie dumm genug waren, in ein Loch zum Boden zu kriechen, ist das ihr Problem. Ich bin nicht ihr Kindermädchen. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Wir mustern die Verdächtigen jetzt mal ganz genau. Die Tieflinge sind angespannt und bereit, jederzeit zu den Waffen zu greifen. Die einzigen Rothaarigen sind Melraun und Duffy. Die dunkelhäutigen Tieflinge sind Vanir, Duffy, ja. Und Melraun. Duffy und Melraun haben gerade Hörner. Tafi ist eine Frau. Nur Vanir und Melraun haben grüne Mäntel. Pass auf, dann muss es ja Melraun sein, ne? Rothaarig ist Melraun. Grüner Mantel, Melraun. Wer von euch ist Melraun? Achso. Ich bin bereit, einen Namen zu nennen. Also, nur zu. Sagt es ihr. Melraun ist der Verräter. Und dafür werdet ihr bezahlen. Wotil hab hebt sam wat? Oh oh, das scheint er wohl zu sein. Tritt noch mal rein. Packt ihn. Schafft ihn zum Verhör. Achso, ich dachte, er ist schon tot. Okay. So, was hat er da noch mal gesagt? Wissen wir nicht. Kerismai sieht erschöpft aus, aber ihre Anspannung ist verschwunden. Er hat gestanden. Ein Anhänger des Kultes von Baphomet hatte ihm aufgetragen, den Mond des Abyss zu stehlen. Und ihm fiel nichts Besseres ein, als uns in die Sache reinzuziehen. Er hat die Schriftrolle besorgt, um den Golem auszuschalten und uns an Irabes verraten, um ihn anschließend im Chaos das Amulett zu stehlen. Er dachte, wir würden erwischt und er könnte sich davon schleichen, um sich mit seinen Kunden zu treffen. Habt ihr den Mond des Abyss? Ich will ihn noch einmal sehen. Mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt, ihn in den Händen zu halten. Sei es nur für eine Sekunde. Angeblich war der Mond schon weg, als er zum Schaufenster kam. Er lügt natürlich. Er hatte genügend Zeit, seinem Kunden den Mond zu übergeben. Verdammte Kultisten. Ach, eigentlich ist es mir egal. Ich bin nur froh, dass wir die Sache klären konnten. Was macht ihr mit dem Verräter? Kerismai säubert sich mit der Spitze ihres Messers beiläufig die Nägel. Er wird auf den Bauernhof von entfernten Verwandten geschickt, um darüber nachzudenken, was er getan hat. Sonst noch Fragen? Ich war noch nie auf einem Bauernhof, sagt Ember.
Es ist sicher wunderschön dort. Felder, Apfelbäume, gar keine Hühner. Kirismai wirft Ember einen Blick zu. Genau, Hühner. Kann ich mich der Familie... Warum sollte ich das tun? Ganz ernsthaft, wieso soll ich das tun? Was werdet ihr jetzt tun? Wir verschwinden von hier. Je eher, desto besser. Die Stadt stirbt und ich will nicht mit ihr sterben. Diese Stadt wäre längst tot, wenn es keine Leute gäbe, die sie mit ihren Waffen verteidigen, meint Sela. Ja, dann verteidigt sie. Ich holte euch nicht auf. Es ist eure Stadt. Aber wir waren hier immer nur Außenseiter. Also warum sollen wir jetzt für euch kämpfen? Kann ich mich der Familie anschließen? Nee. Also, habe ich was? Nee. Ich muss gehen. Gute Entscheidung. Ich habe auch nicht vor, lange zu bleiben. Kirismai wendet sich zum Gehen. Schwester? Woljew kaut nervös auf seiner Lippe. Seine Wangen sind gerötet und sein Schwanz peitscht durch die Luft. Ihr habt was vergessen. Was denn? Ihr solltet froh sein, dass ihr noch lebt. Eine Entschuldigung. Ihr habt versprochen, euch bei mir zu entschuldigen. Laut. Vor allen anderen. Wir sind zwar allein, aber ich will sie trotzdem hören. Also? Ach, das. Kirismai zuckt mit den Schultern. Also, es tut mir leid, dass ich mich diesmal in euch geirrt habe. Aber dass ihr euch ausnahmsweise mal nicht wie ein Arsch aufgeführt habt, wäscht euch nicht von allem rein. Ich weiß alles über euch. Bis zum nächsten Mal, Woljew. Ja komm, da kriegen wir aber was Besseres hin. Das war die allerseligste Entschuldigung, die ich je gehört habe. Haben wir hingekriegt. Und zwar... aber ziemlich genau. Okay. Kirismais Blick verhärtet sich. Doch dann seufzt sie. Also gut. Schön. Es tut mir leid, Woljew. Trennen wir uns im Guten. Wird noch mehr? Und jetzt entschuldigt ihr euch auch bei mir. Als ihr meinen Verbündeten zu Unrecht beschuldigt habt, habt ihr auch mich beschuldigt. Ja, komm, wir übertreiben's. Sehr gut. Verschiedene Gefühle huschen über Kirismais Gesicht. Als sie schließlich den Mund öffnet, scheint jedes Wort eine Überwindung für sie zu sein. Und auch bei euch entschuldige ich mich. Und als Wiedergutmachung, hier. Sie zieht einen Schlüssel aus der Tasche und wirft ihn dir zu. Und jetzt gehe ich. Oh, wir haben den Schlüssel zur Schatzkammer. Hooray! Woljew sieht ihr nach. Sein Schwanz entspannt sich. Das klingt schmutzig. Sie scheint von euch beeindruckt zu sein. Ich hab's noch nie erlebt, dass Schwester Kirismai nachgibt. Hört mal, Boss. Wenn es eure Zeit erlaubt, kommt zu mir. Ich will was mit euch besprechen. Aber jetzt verschwinden wir erstmal von hier. Ich sitze nicht gerne unter der Erde, wenn das Gebäude über uns jede Sekunde einstürzen könnte. Ja, Moment mal, jetzt gehen wir erstmal in die Schatzkammer, oder was? Wo ist die Schatzkammer überhaupt? Hier? Mach auf die Tür. Oh, nice. Hier gibt es bestimmt 1000 Fallen, oder? Ah, ich wusste es doch. Mach mal weg da. Oh mein Gott, hier sind noch mehr. Ja, ich weiß. Wir schauen erstmal hier rein. Naja, und da. Aha. Und jetzt gehen wir nochmal da rein. Geschäftsbuch eines Tiefen. 1500, das ist gut. Saldo 2500 Gold. Duffy, alchemistische Gerätschaften und Reagenzien. 185 Gold. Dalna, Violine. Antik, erfordert Begutachtung. 10 Gold entnommen. Woljew, magische Schriftrollen. 420 Gold. Tavi, Arbeit auf dem Platz. 15 Gold. Anmerkung, ich wette, dass die Gaunerin hat fünfmal so viel eingenommen. Und die Differenz für sich behalten. Ich muss ihr nächstes Mal ordentlich Angst einjagen. Achso, das ist quasi, alles klar. Ja, das lesen wir mal. Zack, da haben wir es gelesen. Und wir packen es auch ein. Nice. Noch mehr hier. Okay, das hat sich doch gelohnt.
Gucken wir mal kurz hier, was das für ein Ring war. Der Ring der gezielten Attacke. Wenn der Träger dieses Rings einen Gegner im Nahkampf trifft, wird dieser eine Runde lang mit einem Malus von minus 1 auf 1. Das ist gut. Ey, das ist genau das Richtige für dich. Wir nähern uns unserem Ziel. Hier beenden wir das Ganze übrigens. Das ist gut. Die Gegner werden geschwächt. Wir werden immer defensiver. Ich denke mal noch ein paar Stufen und dann werden wir irgendwann auf Seela verzichten können. Cool. Haben wir das geklärt? Wolle ist unschuldig. Wir haben... Ja, schade, dass wir das Amulett nicht gefunden haben. Aber egal. Aber die Nummer ist jetzt durch und wir haben sogar noch eine Belohnung bekommen. Was wollen wir mehr? Wir sehen uns morgen. Tschüss.